Herzlich willkommen bei Peter Felser aktuell, heute in Lindenberg, im Allgäu, im Landtagswahlkampf mit Dr. Gottfried Curio bei mir zu Gast. Gottfried, ein Jahr Bundestagsopposition, ein Jahr lang AfD im Deutschen Bundestag. Zwei knackige Botschaften. Sind wir angekommen? Wir sind absolut angekommen und es gibt jetzt im Bundestag Anträge, die der Bundestag noch nie gehört hat, Anträge nach Grenzschließung, Anträge danach den Euro in Ordnung zu bringen und die Blutdruckwerte von Antonia Hofreiter steigen in ungeahnte Höhen. Ja, das wollte ich auch gerade nachfragen. Ich war ja entsetzt. Ich war wirklich entsetzt über das Niveau und über den Diskurs, der dort stattfindet. Das ist teilweise ein Gepöbel uns gegenüber. Wie nimmst du dort die Stimmung wahr? Das ist so, aber ich nehme das eigentlich wahr als Ausdruck der Hilflosigkeit, wenn man keine Argumente mehr hat, wie der Herr Kahrs von der SPD oder auch neulich die Pöbelei von Schulz, dann greift man eben so in diese Kiste des Anpöbelns. Und das zeigt mir eigentlich nur, dass gegenüber unserem Sachvortrag die Opposition, als die ich die SPD inzwischen nach den neuesten Umfragen ja schon werten möchte, eigentlich keine Argumente hat. Du bist ja ganz weit vorne mit deiner Reichweite bei den Bundestagsreden. Kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wo wir aber auch in der Fleißarbeit, in der Ausschussarbeit auch wirklich punkten konnten im letzten Jahr? Also ich glaube, das ist eigentlich fast in jedem Ausschuss so. Ich höre das auch von allen Kollegen im Haushaltsausschuss. Gerade wir sind ja jetzt wieder in den Haushaltsberatungen 18 und 19, werden AfD-Anträge, wie es üblich ist, zunächst abgelehnt. Aber, oh Wunder, sie tauchen wieder auf als regierungsseitige Anträge. Das heißt, da ist genau Sacharbeit geleistet worden und die Haushälter sammeln eben Beiträge aus allen Ressorts ein. Und ganz wichtig natürlich auch im Rechtsausschuss oder im Sozialausschuss, aber auch in der Familienpolitik. Überall geben wir da neue Akzente und ich denke, das ist auch etwas, was die anderen Bundestagsabgeordneten lange nicht gehört haben. Gottfried, wir haben jetzt Oktober 2018. In der letzten Woche gab es schon die ersten Anzeichen für die Merkel-Dämmerung. Kauder wurde nicht wiedergewählt. Gib uns noch einen Ausblick. Wo sind wir in ein, zwei Jahren? Wo ist die AfD in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren? Kommen wir weiter? Also man kann im Grunde genommen fragen, wo sind wir in ein, zwei Monaten? Denn natürlich, die Reihen sind jetzt geschlossen wegen der Bayern- und Hessenwahl. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ganze Unmut, die in den Taschen geballten Fäuste der Unionsabgeordneten in der CDU und CSU nach diesen Wahlen, wo jetzt ein Burgfrieden verabredet ist, doch sich öffnen. Und ich denke, was wir bei der Abwahl von Kauder gesehen haben, Knecht, Merkels Knecht Kauder, der seinerseits die Fraktion geknechtet hat, das wird sich fortsetzen und irgendwann werden die CDU-Abgeordneten auch verstehen, warum sie von 30 auf 28, auf 27, auf 26% fallen. Irgendwann werden sie verstehen, dass Merkel selbst weg muss. Und ich denke, das wird auch nicht so lange auf sich warten lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Legislaturperiode nicht ihre volle Länge ausschöpft, um es mal so zu sagen. Das bleibt spannend. Vielen Dank, Dr. Gottfried Curio. Danke fürs Reinschauen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ade.